Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Leute, und willkommen zum dritten Part von To the Moon. So, wir müssen anfangen, also beziehungsweise wir müssen fortsetzen, wieder diese fünf Erinnerungsfragmente zu finden, damit wir in die nächste Zeit reisen können. Ich nehme an, die möchte nicht, dass wir mit dem reden. Ein altes... Doch, tatsächlich. Oh, hat mir gerade zwei Stück gegeben. Ernsthaft? Dieses Tier soll nicht das Recht haben zu existieren. Na, du musst noch richtig einstellen hier. So. Gut. Stimmt das? Ja. Die Welt ist nicht groß genug für zwei von eurer Sorte. Okay. Oder? Ein altes Plüschnabeltier. Ich denke, wir müssen in den Leuchtturm wahrscheinlich reingehen. Es werden drei Memory Links benötigt, um fortzuschreiten. Ich muss noch dazu sagen, wenn ihr diese ganzen Videos guckt, also die jetzt ab jetzt sind, befinde ich mich im Urlaub und das sind alles vorproduzierte Videos. Ich nehme an, wir müssen hier runter, oder? Nee? Vielleicht müssen wir mit dem Grabstein interagieren? Ah, Grabstein. In Gedenken an River E. Wiles. Oh, wir müssen... Oh, mein Handy hat geklingelt. Ah, gut. Also, dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Leuchtturm rein. Und schauen wir, was wir da finden. Es ist fertig, River. Wie du, so kann ich auch nun jeden Tag auf sie aufpassen. Sie wird nicht mehr alleine sein. Außerdem, seine Frau ist wahrscheinlich gestorben. Ich werde vielleicht niemals verstehen, warum, aber ich habe einen Wunsch erfüllt. Ich habe deinen Wunsch erfüllt. Ich bin sicher, auch Anya ist dir dankbar. Aber wenn ich fort bin, wer wird dann über uns wachen? Oh, sie hat sich sichtbar gemacht. Wer sind Sie? Mein Name ist Eva. Ich komme nur zufällig vorbei. War sie Ihre Frau? Ja, ihr Name war River. Ein außergewöhnlicher Name. Das hätte nicht passieren müssen. Hm? Sie hätte es nicht tun müssen. Aber sie würde es nicht verstehen. Ich verstehe es ja nicht einmal selbst. Okay. Was auch immer mit ihr passiert ist, wir werden es sicher noch herausfinden. Aber lasst uns erstmal schauen, was wir in dem Leuchtturm so zu finden haben. Zu finden, ja. Notiz Anya erhalten. Jemand, um den sich John und River sorgen. River war seine Frau. Wie geht's dem eigentlich? Ganz gut. River war dem seine Frau. Und Anya und den... Und das müssen wir wahrscheinlich noch herausfinden. Gehen wir mal nach oben. Drei Fragmente haben wir bereits. Zwei fehlen uns noch. Wurde auch Zeit, dass du auftauchst. Ich dachte schon, du wärst von der Klippe gefallen. Was hast du getrieben? Den Ausblick genossen, was sonst? Fortschritte gemacht? Große Fortschritte, riesige, dinosaurierartige. Ziemlich einsam hier. Es ist ein Leuchtturm, was hast du erwartet? Wie auch immer, wir sehen uns auf der anderen Seite. Die Barriere musst du diesmal selbst durchbrechen. Viel Spaß. Das wollte sie ja auch. Also mit dem Schnabeltier interagieren. Ah, es braucht nur drei anscheinend. Oder? Hä? Plüschnabeltier. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Uns fehlen also doch noch zwei Fragmente. Gell? Wieso konnten wir denn mit drei Fragmenten schon reingehen? Gehen wir nochmal nach unten. Uns fehlen ja noch zwei Fragmente.
Aber hier können wir gar nichts mehr holen. Außer... Nee, das war schon richtig. Jetzt bin ich gerade durcheinander. Was müssen wir denn nochmal machen? Wo befinden wir uns? Das letzte Mal auf den Regenschirm müsste man einfach draufdrücken. Ah, guck mal, hier muss man noch was machen. Ah, eine kaputte Leuchtturmlampe. Oh. Und noch ein Erinnerungsfragment. Nun denn... Der sitzt hier oben allein anscheinend in dem Leuchtturm. So. Damit können wir jetzt weiterreisen. Jetzt beginnt wieder so ein Rätsel. Bah. Ideal. Zeigt die Anzahl der Mindestbewegungen, die benötigt werden, um ein Momento zu vollständigen. Also anscheinend reichen 3 Stück aus. Ich habe 57 und versuche und... Genau, und was dann passiert, weiß ich nicht. Ja, ich hab's. 1, 2, 3. Sehr schön. Gibt es irgendwas Besonderes, wenn man ein Ideales schafft? Aktivieren. Auf in die nächste Erinnerung. In die frühere Erinnerung. Okay, jetzt scheint er jünger zu sein. Es kommt ganz gut hin. Wenn deine Operation bezahlt ist, wird noch genug übrig sein. Also mach dir keine Sorgen. Notlüge. So nennt man das doch, oder nicht? Nein, ich bin sicher, wir kommen einfach... Hör auf. Ich mag es nicht, wenn du lügst. Ich habe nachgerechnet. Ich weiß, wie es aussieht. Warum willst du mich gegen meinen Willen überzeugen? Wir brauchen das Geld für deine Behandlung, River. Ich weiß, dass Anya dir viel bedeutet, aber das hier, das geht zu weit. Ich meine, sie ist nicht einmal... Weißt du, was mich glücklich macht, Johnny? Was? Weißt du es? Nun... Ich weiß es. Ich hoffe, du kannst mir dabei helfen. River. Okay, die... Hä? Wenn die Papiere für meine Behandlung ankommen, werde ich sie nicht unterzeichnen. Was du mit unserem Geld machst, kannst du selbst entscheiden. Aber wenn du meinen Wunsch erfüllen möchtest, dann verwende das Geld, um das Haus fertig zu bauen. Und dann möchte ich, dass du... nach ihr siehst, jeden Tag, den du dort lebst. Besuche sie, sprich mit ihr, tröste sie. Ich will nicht, dass sie allein bleibt. Okay, das ist neben seine Frau. Und was ist mit dir? Glücklich. Ich werde glücklich sein. Johnny? Ja? Ich habe das hier gemacht. Sag mir, was es ist. Was? Sag mir einfach, was es ist. Das ist dieser Hase, dieser... Es ist ein Hase, wie die anderen, die du gemacht hast. Und weiter? Naja, er ist aus Papier. Und weiter? Der Körper ist gelb und der Rest ist blau. Gut, und weiter? Du, River... Ich habe ein Lied geschrieben. Es ist für dich. Okay. Nun, möchtest du es hören? Ja. Du hättest nicht extra das Piano hochbringen müssen. Ich kann dich sehr gut hören, wenn die Tür offen ist. Es heißt für River.
Warum so klischeehaft? Das ist nur ein Arbeitstitel. Wer ist diese Anja, von der die beiden gesprochen haben? Wenn sie so wichtig ist, hätten wir sie nicht in seiner späteren Erinnerung sehen müssen? Schätze, er hat sein Versprechen letztlich doch nicht gehalten. Es sei denn was. Egal. Hey, das ist doch dasselbe Lied, das die Kinder vorhin gespielt haben, oder? Vermutlich hat er es ihnen beigebracht. Ach, weißt du, das hier zieht nur mein Testosteronspiegel runter. Ich mach mich auf den Weg. Ich habe schon meine Memory Links. Kommst du mit oder willst du noch selbst weiterschauen? Ich schaue mich gerade noch ein bisschen um. Gehen wir einfach. Hä? Ich wollte doch weiterschauen. Habe ich jetzt was Falsches geklickt? Anscheinend habe ich doch was Falsches geklickt. Hey, schau mal, was wir hier haben. Ah, das Haus wird gerade gebaut anscheinend. Ich wette, sie haben die Klippen gesehen und dachten, es wäre noch nicht gefährlich genug, solange keine Leute darauf wohnen. Also mir gefällt die Story echt gut. Echt schön. Und auch die Musik, muss ich echt sagen. Stimmt wirklich, ist echt schön. Wer ist das jetzt? Ist das jetzt Isabel? Nick hat angerufen und mich herbeigebeten. Hergebeten. Ich habe die eingelegten Oliven mitgebracht. Die magst du am liebsten, stimmt's? Ich habe von River gehört. Wird sie wieder gesund? Ihre Krankheit wurde erst später festgestellt. Glücklicherweise ist sie behandelbar. Aber die Kosten für die Behandlung... Wir können uns nicht leisten, das Haus fertig zu bauen, Isabel. Wir können kaum die Behandlungskosten bezahlen. Ich bin froh, dass man ihr helfen kann, aber du kannst dir nicht vorstellen, wie viel dieser Ort ihr bedeutet. Es wird ihr das Herz brechen. Ich würde gern helfen, aber Ted und ich können uns seit dem Finanzcrash selbst nur knapp über Wasser halten. Was wirst du tun? Ich werde ihr sagen, dass wir es schaffen können. Dass wir uns beides leisten können. Ich möchte nicht, dass sie eine Dummheit begeht. Du solltest sie nicht anlügen. Du verstehst nicht, Isabel. Wenn sie die Wahrheit herausfindet, bin ich mir nicht sicher, was sie wählen würde. Nun du? Na und? Wenn sie entscheidet, dass ihr dieser Ort mehr bedeutet als ihr eigenes Leben, dann sollte es eben so sein. Es geht darum, was sie wirklich will. Ihr Neurotypischen meint immer, ihr wüsstet das Beste für andere. Das mag ich nicht. Und ich hasse es, wenn du mich so nennst, Izzy. Glaubst du denn, es geht nur um sie? Was ist mit mir, Isabel? Nach all den Jahren darf ich da nicht auch mal an mich denken? Ich möchte nicht allein sein, Isabel. Ich werde sie nicht sterben lassen. Das ist anmaßend. Es ist mir egal. Wo willst du hin? Ich werde ihr etwas von der Klippe mitbringen. Das wird sie ein wenig trösten. Was du vorhast, wird davon nicht besser. Nick wollte, dass ich dir das gebe. Eine Spieluhr anscheinend, ha? Huh? Er sagt, das Lied heißt Everything Alright.
Gar nichts ist in Ordnung. Nun denn. Dann sammeln wir mal wieder Erinnerungsfragmente. Da haben wir sicher mal das Gurkenglas. Ah, das ist dann, um in die Zeit zu reisen. Dann sicher mal die Spieluhr. Naja, das Auto eher weniger. Ich glaube, in dem Haus werden wir sicher einige Sachen finden. Ah, es reicht doch schon, wenn man irgendwelche Ecken und Kanten erforscht. Anscheinend. Na, viel können wir hier nicht gucken. Höchstens noch auf der rechten Seite. Ja, gut. Okay. Ich glaube, wir müssen eher jetzt zum Leuchtturm noch. Okay, ja. Da kommen wir nicht mehr rüber, hm? Nee. Okay. Hier unten vielleicht noch was. Da sind Bretter, die uns den Weg wahrscheinlich versperren werden. Ah, nee, doch nicht. Ah, da hört die Erinnerung auf. Da kommen wir nicht weiter. Ah, und das Auto war die letzte. Nun denn, auf zum Gurkenglas. 1, 2, 3, 4, 5. Dann lass uns mal auf den Weg gehen. Vorbereiten. Ideal 3 Bewegungen. Ja, klasse. Wird immer schwerer. Aber warte, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich irgendwie auch nicht. Das wollte ich auch nicht. Scheiße. So geht's auch nicht. Ach komm jetzt. Jetzt hab ich's. So, perfekt. Auf in die nächste Erinnerung. Eingelegte Oliven erhalten. Wie weit sind wir denn jetzt? Ja, gehen wir. Machen wir uns auf den Weg noch in die Erinnerung. Bin gespannt, wo es jetzt hingeht. Sind anscheinend in der Bar oder so? Ist das auch in dem Haus? Nee, das Haus steht ja da noch gar nicht. Also, zieht ihr die Sache wirklich durch, hm? Also die beiden sind anscheinend verheiratet. Das ist hier der John, also der Johnny und die Isabel. Yep. Die Bauarbeiten starten bereits in wenigen Monaten. War nicht ganz einfach. Wir mussten Ratenzahlungen vereinbaren. Aber jetzt, wo die Finanzierung steht, wird es schon klappen. Wie wundervoll, euer eigenes Traumhaus und dann noch an einem solch schönen Fleck der Erde.
Ihr habt euch an den Leuchtturm nicht weit, ihr habt euch an dem Leuchtturm nicht weit von dort das Jawort gegeben, stimmt's? Ja, das ist es, aber das ist es nicht allein. Wir und dieser Ort, das geht schon ganz lange zurück. Tja, es ist schön, dass wir uns auch mal etwas Erfreuliches zu erzählen haben. Lasst uns anstoßen, auf euch beide. Genau, auf uns. Isabelle? Ich bin gleich wieder da, ich brauche nur etwas frische Luft. Ich komme mit dir. Tja, mein Freund, ist schon wieder ganz schön lange her. Wohl wahr. Wer hätte gedacht, dass die paar Kilometer mal zu einer solchen Hürde werden würden? Diese River, immer noch so still, was? Ach, sie ist eigentlich ganz gesprächig daheim und wenn sie mit Isabelle zusammen ist, ich denke, sie ist einfach nur gewohnt, dass du da bist. Hahaha, jetzt bin ich mal der böse Junge, was? Hey, also hast du River jetzt diese eine Sache erzählt von früher? Ja. Wie hat sie es aufgenommen? Insgesamt ganz gut. Aber eine Sache gibt es, die mir immer noch zu schaffen macht. Seit diesem Vorfall bastelt sie andauernd dieselben Hasen aus Papier. Origami-Hasen? Ja, viele, jede Menge. Ha, ich habe früher auch mal Origami-Tiere gemacht, für meine Tochter, als sie noch klein war. Was ist daran so schlimm? Ich glaube nicht, dass man das vergleichen kann. Sie macht nichts anderes, als diese Hasen zu basteln, Tag ein, Tag aus. Unser Haus ist inzwischen voll mit den Dingern, bis oben hin. Sagt Isabel, nicht, dass so etwas bei Menschen wie River nicht ungewöhnlich ist? Schon, aber diesmal habe ich ein ungutes Gefühl. Wenn ich sie darauf anspreche, antwortet sie mir nie. Stattdessen bekommt sie diesen abwesenden Blick, fast als würde sie irgendwas von mir wollen. Und das Seltsame ist, ich habe das Gefühl, dass da wirklich etwas ist, dass ich ihr schuldig bin. Hast du mal Isabelle gefragt? Ja. Sie sah, dass sie mit ihr gesprochen hat, aber nichts aus ihr rauskriegen konnte. Tja, ich bin nicht der Fachmann hier, aber ich kann dir eins sagen. Ich kenne dich seit der Mittelstufe und du hast schon immer den Hang, dir um alles einen Kopf zu machen. Du bildest dir da wahrscheinlich etwas ein, mach dir nicht so viele Gedanken. Wenn jemand so einen Rat gibt, liegt meist tatsächlich irgendwas im Argen. Im Argen? Aber gut, ich habe Zweifel gegen Gewissheit. Wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich? Ich habe immer recht, John. Jetzt kommen sicher die Damen des Hauses wieder rein. Ah nee, doch nicht. Moment mal. Selbst er hatte keine Ahnung, was mit diesen Hasen los war. Vergiss die dummen Hasen, wir haben andere Probleme. Wir sind hier um einer der abgegrenzten Erinnerungen und in einer der abgegrenzten Erinnerungen, es gibt keinerlei Momentos. Keine Panik, wir können wahrscheinlich eins von ihm selbst bekommen. Wie das? Sieh zu und lerne, ich muss nur kurz diesen Wirt einen Besuch abstatten. Okay, meine Leute, bevor wir aber dem Wirt jetzt einen Besuch abstatten, würde ich sagen, dass wir den Part an dieser Stelle jetzt abbrechen, also beenden. Und ich hoffe doch, dass ihr auch zum nächsten Part wieder einschaltet. Und ja, bis dahin würde ich sagen, haltet die Ohren steif, Leute, und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao!